Ja, und von der FDP, vom Generalsekretär, dem Designierten, kommt dazu fast schon eine Antwort. Lange wurde gegenüber Russland auf Diplomatie und Deeskalation gesetzt, sagt er. Putin hat mit seinem Handeln nun aber Fakten geschaffen, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Und er sagt, das bedeutet auch, die Naivität gegenüber Russland muss jetzt ein Ende haben. Es geht nicht mehr ausschließlich um die Ukraine, sondern um die Zukunft des gesamten europäischen Kontinents. Herr Heumann, das sind natürlich markige Worte, aber mal relativ deutliche Worte auch. Das Umdenken in der deutschen Politik, in der Außenpolitik, aber auch in der Innenpolitik hat eingesetzt, oder? Ja, also was wir da gehört haben aus der Koalition auf jeden Fall, auch bei den Sozialdemokraten, auch was Nord Stream 2 hat ja ein Symbolgehalt bekommen. Aber die bittere Ironie dabei ist, dass man ja schon vor dieser Anerkennung der Republiken, was die europäische Sicherheit angeht, schon ein bisschen weiter gekommen war. Mhm. Übrigens sind ja die angekündigten Treffen der Außenminister Lavrov und Blinken ja noch nicht abgesagt. Also man weiß aber auch nicht, ob sie wirklich stattfinden. Weil jedenfalls, wenn sie stattfinden, wird wahrscheinlich nicht so sehr über die Situation im Donbass, sondern möglicherweise über die Fragen der europäischen Sicherheit. Ich erinnere daran, dass man zum Beispiel 1997 mit der NATO-Russland-Grundakte hat Russland, was wird heute vergessen auch, akzeptiert grundsätzlich, dass die NATO sich ausweitet, aber verhandelt, mit Erfolg verhandelt, dass die Ausgestaltung der militärischen Präsenz kontrolliert wird, reduziert wird. Dass zum Beispiel NATO-Truppen nicht ständig in ihren Mitgliedstaaten, in den baltischen zum Beispiel, stationiert werden dürfen, sondern dass das keine permanente Stationierung gibt. Das ist nur ein Beispiel dafür, man kann über Stationierung von Truppen, über Waffensysteme, Stationierung und so weiter, kann man verhandeln. Und ich glaube nicht, dass es eine Alternative, beide Seiten werden das auch so sehen, dazu gibt, da irgendwann wieder mal drüber zu verhandeln. Ja, aber Putin fordert ja zurück vor 97 und quasi alles raus, was sich jetzt als NATO im Osten der Europas begreift, und alles wieder zurück auf Anfang. Das machen Sie als Diplomat, stellen Sie Maximalforderungen sich dann irgendwann. Ja, aber es muss ja irgendeine Lösung geben. Also es kann ja nicht sein, dass nur die Maximalforderung ständig durchgepaukt wird und die anderen sagen, nee, machen wir nicht, dann kommt man ja nicht weiter. Also es hat Bewegung gegeben und ich hoffe, dass man da wieder anknüpfen kann. Das ist gut. Dazu kommt eine andere Dimension, das ist mal mit drei Buchstaben Gas. Es wird ja jetzt schon gewarnt vor den Engpässen und der drohenden Energiekrise in Europa, auch in Deutschland. Sind wir da irgendwie tatsächlich schlecht aufgestellt und zu abhängig vom russischen Gas? Also ich bin da kein Experte, Sie meinen Deutschland als solches. Ja. Also ich erinnere daran, dass was die Europäische Union angeht, ja nur 10% der verbrauchten Energie russisches Gas ist. Für Deutschland ist das etwas höher, ich glaube etwas unter 20%. Hm. Also die Energie, die verbraucht wird, ist russisches Gas. Und es verringert sich. Wir müssen ja auch eine Perspektive sehen mit den alternativen Energien. Also die Abhängigkeit, die da ist, verringert sich perspektivisch. Also wenn Sie nach dem Verlierer und Gewinner fragen, langfristig dürfte Russland, das vom Export des Gases abhängig ist und damit über die Hälfte seines Staatsbudgets finanziert, abhängiger sein als wir perspektivisch vom russischen Gas. Momentan sind wir es aber noch und wir sehen es ja auch in den Warnungen vor den weiter steigenden Preisen. Wir hängen ja noch am russischen Gas zu sehr und die Stoßrichtung ist jetzt schon klar geworden, auch bei Ursula von der Leyen. Wir hören mal dem Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck zu, der sich mit diesem Thema natürlich beschäftigen muss qua Amt und der natürlich auch schwierige Zeiten, vor allen Dingen kostenintensive Zeiten auf uns zukommen sehen wird mittelfristig.